Bloß weil Führung so ist, wie ihr sie vielleicht die ganze Zeit kennengelernt habt, heißt es nicht, dass es nicht auch anders geht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Frauen in Führung. Liebe Frau Nasri, liebe Frau Fritsche, Sie sind Teil eines Führungstrios im IT-Projektmanagement bei der Bundesbank. Können Sie uns einmal genauer erklären, welche Aufgaben Sie und Ihr Team genau erfüllen? Ja, wir übernehmen unterschiedliche Rollen in Projekten. In klassischen Projekten sind das halt die Funktion des Projektleiters, Projektassistenz, aber auch Programmleitung. Und in den immer mehr zunehmenden agilen Projekten sind es die Rollen des Scrum Masters, des Product Owners. Wir haben einen Release Train Engineer und auch Agile Coach Funktion. Ja, darüber hinaus beraten wir auch in unterschiedlichen Projektmanagement-Themen und sind bestrebt, das IT-Projektmanagement in der Bank natürlich auch zu professionalisieren und weiterzuentwickeln. Dafür haben wir unterschiedliche Services und Formate im Angebot, zum Beispiel Netzwerkveranstaltungen, Austauschformate und auch Best Practices. Frau Nasri, wir sprachen von einem Führungstrio. Seit wann führen Sie denn in dieser Organisationsstruktur und wie kam es überhaupt dazu? Es fühlt sich an, als hätten wir nie anders zusammengearbeitet, nie anders geführt. Tatsächlich sind es erst 2,5 Jahre, dass wir so zusammenarbeiten. Wir haben ein Team, was sehr selbstständig ist, wo viel Projektleitungen da sind, die so selbstständig in eigenen Themen unterwegs sind, dass sie andere Art von Führungskräften brauchten, die weniger Aufgaben übergeben und dann die Ergebnisse kontrollieren, sondern sich tatsächlich mit ihnen zusammen Gedanken über Weiterentwicklung machen, eher so eine coachende Rolle einnehmen. Und wenn man schon mal das grundsätzliche Konzept von Führung überdenkt, kann man auch die Zusammenarbeit und Führungsteams mal bedenken. Ja, und ich hake direkt mal ein, meine persönliche Sicht dazu. Ich kam dann zu dem Zeitpunkt gerade aus einer längeren Elternzeit und war froh, wieder auf diese Führungsposition zu kommen, als meine Kolleginnen sagte, schön, dass du da bist, aber ich würde es gern umgestalten, ich würde gern anders führen, machst du mit? Und ich mochte diese Frage und auch die Chance, einfach Sachen anders zu machen und Sachen zu gestalten und mitzugestalten. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, die Chance ergreife ich. Frau Fritsche, wie funktioniert denn dieses Führen im Trio ganz konkret, wenn Sie zum Beispiel eine Entscheidung treffen müssen? Also so kurz zusammengefasst ist eigentlich, dass möglichst also so viel Austausch ist zwischen uns wie nötig, aber auch so viel Freiräume, Selbstständigkeit wie möglich. Wir haben Aufgabenschwerpunkte gebündelt, die jeweils dann einer von uns wahrnimmt, was natürlich auch mal rollieren kann. Aber einer ist für die Jourfixe zuständig, der andere für Genehmigungsprozesse oder Stellenbesetzungen. Dann haben wir festgelegte Ansprechpartner für unsere Teammitglieder. Da laufen dann ganz viel Personalsachen, ne? Jahresgespräche, Mitarbeitergespräche, persönliche Weiterentwicklungen und so weiter. Dann haben wir natürlich Themen, die wir zusammen machen müssen. Das sind die, die Sie auch gerade so angesprochen haben. Da geht es dann eher um Prämien, Beurteilungen, Personalbemessungen. Das ist einfach ganz wichtig, dass wir als Führungsteam zusammenkommen und eine einheitliche Sicht auf die Dinge bekommen. Dafür haben wir wöchentliche Austauschformate. Und wenn es mal ganz dringend ist, dann nutzen wir natürlich auch die Chatfunktion, um da ganz aktuell an den Themen dran zu sein, ja. Und wir haben natürlich auch einige Themen, Führungsthemen in das Team verlagert. Das sind so Themen wie Aufgabenverteilungen, aber auch Strategiearbeit in der Hauptgruppe, sodass quasi die Führungsaufgaben einfach sehr, sehr divers unterschiedlich aufgeteilt sind. Vielen Dank. Frau Nasri, welche Vorteile bringt dieser Führungsstil denn für Sie persönlich mit? Ich muss mir überhaupt keine Gedanken machen, wenn ich mal nicht da bin, dass irgendwas liegen bleibt, dass irgendwas schief geht. Ich bin Teilzeitkraft und mag es voll gerne, auch mal länger Urlaub zu machen. Ich gehe super gerne wandern und da lohnt sich so ein Wochenende nicht. Da bin ich dann schon mal 4 Wochen am Stück weg und ich weiß, es bleibt nichts liegen. Und die Verantwortung ist auf mehrere Schultern verteilt, sodass wir, wie gesagt, durch das Vertrauen, was wir untereinander haben, sicher sein können, dass es ohne Probleme weiterläuft. Und Frau Fritsche, welche Vorteile bringt dieses Führungsmodell für Ihr Team? Ja, es wäre ja schade, wenn es nur Vorteile fürs Führungsteam hat. Natürlich sind die größten Vorteile bei uns im Team. Die Eigenverantwortung und Selbstständigkeit steigt natürlich ganz deutlich im Team. Aufgabenschwerpunkte können von den Teammitgliedern selber gesetzt werden. Sie wählen ihre Aufgaben im selbstorganisierten Team. Sie wählen sich ihren Ansprechpartner von uns im Führungsteam, weil es auch ganz wichtig ist, da eine persönliche Note mit reinzubringen und sich den Vertrauenspartner sozusagen zu suchen. Und wir sind auch davon
davon überzeugt, dass die Verlagerung von Führungsaufgaben in das Team beide Seiten wachsen lässt. Sowohl uns als Führungsteam, aber auch die Teammitglieder selber. Abschließend würde ich noch gerne von Ihnen beiden wissen, was haben Sie denn für persönliche Karrieretipps für die ganzen jungen und modernen Führungskräfte, die uns heute zuschauen? Nehmt nichts als gegeben hin. Bloß weil Führung so ist, wie ihr sie vielleicht die ganze Zeit kennengelernt habt, heißt es nicht, dass es nicht auch anders geht. Habt den Mut, einfach auszuprobieren und lasst euch überraschen, wie viele Gestaltungsmöglichkeiten dann doch da sind. Auch von mir nochmal, den Mut zu haben, Chancen zu ergreifen und auch Sachen umzugestalten. Und sicherlich ist nicht immer alles passend für einen, aber die Chance zu nutzen, Dinge so zu gestalten, dass es für einen passend ist, die sollten auf jeden Fall wahrgenommen werden. Das sind doch schöne, abschließende, inspirierende Worte. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, vielen Dank.